CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben heute Abend die Gelegenheit, über ein wichtiges sozialpolitisches Thema zu diskutieren, nämlich die Wohnungslosigkeit. Für uns als CDU-CSU-Fraktion ist es schon auch ein zentrales Anliegen, dass allen Menschen in unserem Land Wohnraum zur Verfügung steht. Kollegen der Fraktion Die Grünen, Sie fordern eine bundesweite Statistik, die eingeführt werden soll, um mit den erhobenen Daten Wohnungslosigkeit wirkungsvoll zu entgegnen. Das ist der zweite Antrag in dieser Legislaturperiode zum gleichen Thema. 2015 haben Sie eine kleine Anfrage. Die Diskussion der Bundesstatistik oder das Bundesstatistikmodell ist ja schon Jahrzehnte in der politischen Diskussion. Aber wir wissen, und das haben ja die Vorredner auch gesagt, die Zuständigkeit sowohl für die Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen als auch die Wohnraumförderung und damit der soziale Wohnungsbau liegen in der Zuständigkeit der Länder. Dies wurde 2006 im Rahmen der Föderalismusreform einheitlich zwischen Bund und Ländern vereinbart. Das hatte auch einen Grund. Wir haben in Deutschland unterschiedliche oder sehr unterschiedliche Wohnraumbedarfe in den Regionen. Zurzeit haben wir in den Städten, gerade in den Großstädten, fehlt es am Wohnraum, während wir im ländlichen Raum viele Wohnungen leer stehen haben. Und der Bund entzieht sich hier ja auch nicht der Verantwortung, sondern wir unterstützen die Länder jährlich. Bislang waren es 520 Millionen Euro. Es ist aufgestockt worden auf jährlich über 1 Milliarde Euro für den sozialen Wohnungsbau. Da sind wir uns einig, das ist richtig und das ist auch gut. Aber wenn wir uns dem Thema Wohnungslosigkeit nähern, dann vermischen wir, und das habe ich gerade bei meinen Vorrednern auch gehört, Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Unter Wohnungslosigkeit verstehen wir ja die Menschen, die ohne einen Mietvertrag sind. Das können Menschen sein, die in einer Notunterkunft sind. Das können Menschen sein, die in einer Heimeinrichtung sind oder in Frauenhäusern. Ja, es sind auch Leute, die vielleicht mal vorübergehend bei Freunden und Bekannten unterkommen. Wenn wir aber über Obdachlosigkeit sprechen, dann sprechen wir über ein ganz eigenes Feld und auch über eine ganz eigene Personengruppe, die einen anderen Hilfebedarf benötigt. Und deshalb denke ich, ist es auch richtig, und da sind wir ganz bei Ihnen, liebe Kollegen von den Grünen, sind wir auch einer Meinung, dass wir eine solide Datenbasis brauchen. Und wie kommen wir jetzt zu diesen soliden Daten? Ein Statistikmodell steht ja grundsätzlich vor der Frage der Vergleichbarkeit und der regionalen Anwendbarkeit. Und Sie geben mir sicher recht, wenn ich sage, dass diese Daten am besten vor Ort, dort, wo sich die Menschen aufhalten, erhoben und auch ausgewertet werden. Und deshalb ist die Schlussfolgerung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht auch richtig, nämlich zu sagen, wir brauchen doch erstmal Länderstatistiken. Die Länder müssen mit einheitlichen Parametern die Daten erheben. Diese werten wir dann aus, um Schlüsse ziehen zu können zum Thema Wohnungslosigkeit. Wir haben kaum Bundesländer, die so eine Länderstatistik haben. Mein Bundesland Nordrhein-Westfalen führt so eine Statistik, aber auch dort werden lediglich zwei Gruppen erfasst, nämlich zum einen die Personen, die untergebracht sind, wie ich eben ausgeführt habe, in Einrichtungen, und zum anderen Personen, die Kontakt zu Fachberatungsstellen der Wohnungslosenhilfe hatten. Und da es so wenige Bundesländer gibt, die eine Statistik haben wollen, finde ich es gut, dass das Bundesarbeitsministerium jetzt ein Gespräch zwischen Bund und Ländern initiieren will, anstoßen will, einheitliche Parameter in allen Bundesländern. Und wenn wir diese Daten, soliden Daten haben, glaube ich auch, dass wir uns über zielgenaue Maßnahmen für diese Personengruppen beim Thema Wohnungslosigkeit in Deutschland auf den Weg machen können, dass wir diese beschließen können. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag heute ab. Danke schön.
Jetzt hat Christian Kühn, Bündnis 90 Die Grünen.